Eine Falschmeldung hat die Kryptobranche in Aufruhr versetzt. In einer Mitteilung auf der Plattform X hieß es zunächst, dass sich die US-Börsenaufsicht SEC für eine Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-ETFs entschieden habe. Wenig später stellte sie jedoch heraus und ein Sprecher stellte es klar, dass die Meldung nicht richtig sei. Der Kurznachrichtendienst von Elon Musk räumte inzwischen einen Hackerangriff auf das Nutzerkonto der SEC ein. Wie die früher als Twitter bekannte Plattform mitteilte, hatte eine unbekannte Person über einen Dritten die Kontrolle über eine mit dem Konto verbundene Telefonnummer erlangt. Zum Zeitpunkt des Eindringens in ihr Konto hätte die SEC keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Dem falschen Beitrag zufolge hatte die SEC börsengehandelten ETFs die Aufnahme von Bitcoin genehmigt. Die SEC löschte den Beitrag etwa 30 Minuten nach seiner Veröffentlichung. Ein Sprecher der Behörde stellte klar, dass die Meldung nicht richtig sei. Die SEC habe die Notierung und den Handel mit börsengehandelten Spot-Bitcoin-Produkten noch nicht genehmigt. Und die größte und bekannteste Cyber-Devise sprang nach der Falschmeldung zunächst auf $48.000 in die Höhe, bevor sie dann auf unter $45.000 fiel. Mit einer endgültigen Entscheidung der SEC wird für heute gerechnet. Und dazu begrüße ich den Kryptowährungsexperten Professor Philipp Sandner. Professor Sandner, wie bewerten Sie diese Kommunikationspanne rund um diesen Bitcoin-ETF und die Reaktion der Märkte darauf? Ja, also das darf eigentlich nicht passieren, dass eine Behörde mit dieser Bedeutung, zum Beispiel wie ja Elon Musk bestätigt hat, die Sicherheitsmaßnahmen nicht derart eingestellt hat, dass eben ein Hackerangriff auf einen Social-Media-Account überhaupt möglich ist. Und insofern ist das alles ja in jedem Falle merkwürdig und wird sicherlich auch noch in den nächsten Wochen diskutiert werden, wie das dazu kommen könnte und welche Maßnahmen man davor hätte treffen können, damit sowas eben nicht passiert. In jedem Falle war die Hoffnung danach sehr groß, dass eben dann doch der Bitcoin-ETF erteilt wurde. Das wurde dann ja zurückgezogen, der Preis ging hoch und ging auch wieder runter und in der Folge wird der heutige Tag noch sehr spannend werden, weil irgendwann heute die Entscheidung verlauten wird von der SEC, ob jetzt der Bitcoin-ETF denn dann wirklich genehmigt wird oder ob es noch Verzögerungen gibt. Genau, das ist die entscheidende Frage. Und wie gesagt, heute wird damit gerechnet. Die Gemeinde fiebert ja nun schon seit Monaten diesem Datum entgegen. Was würde es denn wirklich bedeuten, wenn dieser Bitcoin-Spot-ETF in den USA eingeführt wird? Also der Bitcoin Spot ETF ist quasi der Bitcoin, wie man ihn kennt, aber eben verpackt in ein Wertpapier, sodass Asset Manager, Portfoliounternehmen, institutionelle Investoren eben den Bitcoin leichter kaufen können oder dass sie ihn überhaupt erst kaufen können. Insofern kann der Bitcoin dadurch den Weg in den Mainstream finden und davon geht natürlich auch eine ungeheure Signalwirkung und auch eine ungeheure Legitimität aus. Nun hat ja in Spekulation und Erwartung auf diese Zulassung der Bitcoin in den letzten Monaten deutlich zugelegt, seit September etwa 90%. Welche Folgen wird denn dann die tatsächliche Zulassung für den weiteren Kursverlauf haben? Also die tatsächliche Zulassung hat verschiedene Effekte auf den Bitcoin-Preis, das weiß man nicht. Der Preis kann nach oben gehen, der kann nach unten gehen oder er kann schlicht und ergreifend auch gleich bleiben auf die kurze Frist, also wenige Stunden oder wenige Tage. Richtig spannend wird es daher aus meiner Sicht eigentlich erst, wenn man sich die nächsten Wochen, Monate und Quartale, vielleicht auch Jahre anschaut, ob dann eben Anleger, was zu hoffen ist und woran ich auch glaube, zunehmend in den Bitcoin investieren. Wie gesagt, der Bitcoin wird durch den ETF hoffähig. Ob der ETF aber eben erteilt wird oder nicht, wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es heute passiert, ist sehr hoch. Aber es gibt noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es eben nochmals verschoben wird. Welches Kursziel haben Sie für den Bitcoin auf Jahressicht? Das ist schwierig. Also ich glaube, der alte Höchststand von ungefähr 68.000, 69.000 US-Dollar könnte nochmals übertroffen werden dieses Jahr. Das halte ich für durchaus möglich, weil wir haben ja auch noch das sogenannte Halving-Event im April. Da wird dann letztendlich laut dem Bitcoin-Protokoll das Angebot eingeschränkt. Wenn die Nachfrage gleich bleibt und das Angebot wird eingeschränkt, kann man auch deswegen höhere Bitcoin-Preise erwarten. Deswegen bin ich, was den Bitcoin-Preis anbetrifft, recht positiv. Sagt Professor Philipp Sandner. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne.
Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.